Konto. Das heißt, die werden das nicht so lustig finden. Calypso ist mir ein Begriff, was haben die nochmal gemacht? Patricia, ich meine, Patricia war von denen, oder Port Royal, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall zum Beispiel Tropico kommt auch von denen. Boah, und die hatten doch nochmal ein paar, die man kennt. Was? Olrington? Oh Gott, nennen wir es halt Olring. So, muss ich nicht so viel nachdenken. Okay, das sieht relativ gut sogar aus. Das heißt, guck mal, dann haben wir jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, endlich mal gucken, Gasinfrastruktur. Wir hätten gerne das Pariser Modell, denn das macht es hübscher. Und jetzt gucken wir hier mal kurz. Wir können die Kollegen hier beeinflussen. Wir können sie bitten, wir können fordern oder wir können sie bedrohen. Es gibt nachher zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, später dann irgendwann, dass wir die Parteien ausspionieren können und können dann schmutzige Geheimnisse zum Beispiel von denen rausfinden und können sie damit dann erpressen. Hasi, einen guten. So, genau, die wollten wir jetzt mal beeinflussen. Jetzt gehen wir erstmal auf Bitten, das könnte eventuell schon reichen. Sie heben die positiven Effekte ihrer Position hervor. Sie sagen der Partei, dass sie einen Gefallen einfordern müssen. Ja, nö, das passt so. Wenn wir die jetzt nachher nochmal in die Richtung bringen, da machen wir den gleichen Kram auch mal. Sie legen ihre Ansicht im Stadtrat dar. So, guckst du mal. Und das lassen wir jetzt, müssen wir bei denen jetzt auch noch, komm, bei denen fordern wir gleich. Damit es mal in die richtige Richtung geht. Ich bin jetzt mal gespannt, inwieweit wir das nachher noch gekittet bekommen, denn ich hätte gern diesen, diesen Bezirk da hinten. Der wäre tatsächlich relativ wichtig, denn wir brauchen mehr Industrie. Port Royal Dungeons, genau. Patrizia, ja genau. Das ist, ach ja. Die haben, ne, das ein oder andere Spiel. Oh, muss ich zwischendurch auch mal gucken, nicht, dass ich das wieder vergesse. Okay, das heißt, wir probieren es bei dir nochmal. So, und bei dir nochmal. Wieso habt ihr eigentlich so viele... Achso, ihr habt ja gewonnen, den Scheiß. So, guckst du mal. Ich krieg den komischen Ding noch hin. Ah, es wird eine Eisenbahn nach Holzhausen gebaut und bald schon werden Züge den schnellen Transport von Menschen und Waren ermöglichen. Wer weiß, was für Veränderungen das bringen wird. Wie ist Ihre Einstellung zur Eisenbahn? Verkehrsmittel der Zukunft. Das kriegen wir jetzt fortschrittlich, das ist sehr schön. Naja, also ich habe schon, ne, gestern Abend um 19 Uhr wurde es freigeschalten und ich habe schon knapp 10, ne, was habe ich vorhin gesagt, 6, 7 Stunden im Spiel. Und ich habe mir tatsächlich auch vorher noch ein Preview-Let's Play nochmal angeguckt, das war, dass das freigeschalten wurde. und ja, macht Spaß. So, wie sieht's hier aus? Yay! Na, guck mal, kriegen wir den Bezirk doch noch durch. Vor allem, bis wir mit dem Bezirk durch fertig sind, ne? Jetzt haben wir ja fast die Kohle zusammen, die wir eh brauchen. Robert, viel Spaß! Na, guck mal, sogar relativ eindeutig. So, jetzt ja, sind wir natürlich in Miesen, aber wir brauchen den Bezirk, denn wir brauchen definitiv und dringend die Industrie da hinten. Und so wie es aussieht, brauchen wir auch ein bisschen Gewerbe, ne? Ja, also ich kann zumindest Sachen beeinflussen. Das Einzige, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was ich so ein bisschen bescheuert bisher finde, ist dieses Thema, ich kann zum Beispiel die Parteien immer nur in die eine Richtung beeinflussen, dass sie für irgendwas stimmen, aber nicht zum Beispiel, dass sie gegen irgendwas stimmen. Und das ist noch so ein bisschen dieses, wo ich mir denke, so, also, ne, wenn der Stadtrat kann ja zum Beispiel auch eigene Sachen, so wie vorhin das Ding mit der Besteuerung. Oh, guck mal, wir können übrigens. So, guck mal. So. Nehmen die das an? Nee, dann machen wir es mal anders. Nochmal eins weniger. So. Ah, sieht doch schon besser aus. Genesis, Nabend. Und ich finde so ein bisschen dieses, ne, ich würde sie halt auch zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwas verabschieden wollen, was mir als Bürgermeister komplett gegen den Strich geht, muss ich wiederum sagen, würde ich eigentlich auch gerne die Möglichkeit haben, den Rat in die Richtung zu beeinflussen, dass er halt, dass ich halt Nein sage oder dass die halt Nein sagen.
Ja, gut, oh, ich glaube, das ist genau das Thema. Es ist halt schwerer, die Leute dafür zu begeistern. Die Glühbirne in der Verandalampe ist durchgebrannt. Jetzt kann ich gar nicht sehen, ob es draußen dunkel ist. Die haben hier übrigens lustige Zitate eingebaut von irgendwelchen tollen Menschen, die irgendwas dazu gesagt haben. So, wir bekommen die Gasbeleuchtung. Wir bekommen das physische Umfeld, sobald wir die Gasbeleuchtung gebaut haben. Wir bekommen Straßenbelag-Kopfsteinpflaster, geschmückte Gasbeleuchtung. Wir haben die Gasinfrastruktur und die Industrie der Chemie wurde freigeschaltet. Wir fangen mal kurz, was war denn da alles mit drin? Die Klinik, das ist schön. Gas, die haben wir. Telegraph, ne, mal kommt, mal hier mal kurz die Sicherheitsbehörde. Brauche ich die jetzt schon? Ne, komm, hier ist die Kirche mit drin. Dann gehen wir erstmal da drauf. Und lassen uns mal überraschen, was das hier gibt. So. Ja, dann wachs mal. Siegabschnitt abgeschlossen. Mann des Volkes. Huch. Oh, Besteuerung. Ging jetzt aber fix. Ja, die geht durch. Ja, cool. Siehst du, und wir machen jetzt schon Plus und wir werden jetzt gleich noch mehr Plus machen. Es ist eigentlich immer, sobald man ein bisschen Minus macht, habe ich mal festgestellt, ist es absolut oder um Vielfaches einfacher, Steuererhöhung durchzudrücken. Denn glaub mir, eine falsche Entscheidung, wir sind relativ schnell raus. Ich habe es gestern irgendwann oder heute Nacht irgendwann hinbekommen. Ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich habe zu viel Zeug auf jeden Fall gleichzeitig gebaut und abgegradet und urplötzlich waren wir in Miesen. War ein bisschen ungünstig, ne? So, wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus mit den Gewerkschaften? Denn, und das ist tatsächlich auch gut, ne? Hier, Gewerkschaften geben uns mehr Denkleistung und die sind wichtig. Die ist wichtig. Und das sieht gut aus, okay. So, das heißt, unsere kleine, aber süße Stadt wächst und gedeiht mit aktuell knapp über 2000 Mannequins. Wir können nachher auch gleich mal, okay. Jetzt können wir schon über die Gewerkschaften machen. Steht die Spitze? Was? Ja, hier bin leider auch wieder raus. Muss noch einkaufen und will dann selbst noch streamen nachher. Was? Jan, viel Spaß. Also bei mir war tatsächlich Einkauf vorhin. Man hat das dezente Gefühl, morgen geht die Welt wieder unter. Denn, keine Ahnung, ey, die haben sich gegenseitig totgetrampelt. Moment, ich dachte, du bist so ein Zahlendreher, der dafür sorgen soll, dass man nicht plötzlich in den Miesen ist. Was? Ich bin doch nicht der Verwalter. Also, ich bin doch nicht hier der Kassenbad. Achso, Moment, wir müssen hier über die Gewerkschaften abstimmen. Yay. So, wir bekommen mehr soziales Leben für alle Bürger und einen Bonus auf die Dienstleistung soziales Leben für alle Bürger. Oh. Okay. Gewerkschaften sind legal. Heute wurde die Billigung von Gewerkschaften bestätigt und gleichzeitig wurden die Beschränkungen von Verbänden am Arbeitsplatz aufgehoben. Da Gewerkschaften nun legal und geduldet sind, rechnen viele mit aggressiven Kampagnen für Verbesserungen am Arbeitsplatz und Stärkungen der Arbeitnehmerrechte. Mach keine Fehler, denn das wird das Ende der Industrie in unserer geliebten Nation bedeuten. Gewerkschaften sind Nährböden für linke Radikale und Verbrecher, sagt ein hochrangiger Industrieller. Schön. Papierabsatz. Aha, Papier hat seinen Höhepunkt überschritten. Papierproduktion und Papierverbrauch weltweit flachen ab und beginnen zu sinken. Okay. Das Vereinigte Königreich hat seine erste öffentliche Eisenbahn. Da müssen wir jetzt übrigens auch mal gucken, wenn wir. Warum sind wir eigentlich immer noch im Miesen? Hab ich gerade irgendwas gebaut, was wir nicht hätten bauen sollen? Lassen wir uns mal überraschen. Denn wir brauchen jetzt tatsächlich erstmal massiv Geld, damit wir einen Bahnhof bauen können, denn der wird es mal kosten. Und ich meine, lass mich mal gucken, der Bahnhof, genau, kostet nämlich mal kurz 2 Millionen. Das heißt, wir sind da erstmal kurz beschäftigt, bis wir den Bahnhof dann drin haben, weil, sonst kriegen wir den nicht genehmigt. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir das Geld zusammen haben. Sonst macht das nämlich keinen Spaß und weil was das den Kram dann nachher im. Sag mal, ich habe doch gerade erst die Steuern erhöht. Warum? Hä? Was haben die denn schon wieder für lustige Probleme? Wenn es übrigens so weitergeht, können wir hier. Was? Eine goldene Zukunft? Aufschwung? Aha. Svarilia kommt zu literarischem Ruhm.
Die Reaktionen sind gemischt. Die Aristokratie verspottet die mangelnde Qualität der Erzählung, aber die Bourgeoisie ist begeistert davon, einen Roman von der eigenen in der eigenen Sprache lesen zu können. Okay. Moderner Prometheus erreicht Svarelia. Seit der Veröffentlichung dieses englischen Romans ist die Zahl der Amateurwissenschaftler signifikant gestiegen. Das kann ja lustig werden. Wir können eigentlich fast... oh Gott. Uah, Telegraph. Okay. Privatnutzung. Damit wird nämlich die Post günstiger. Erfolgreiche Geschäfte im Zentrum. Ein Geschäft, Café im Zentrum entwickelt sich prächtig. Wie wollen Sie den Erfolg des Geschäfts würdigen? Sie überreichen dem Besitzer einen Ehrenpreis. Sie empfehlen das Geschäft den Freunden. Ehrenpreis, komm. Diejenigen, die in das Gebäude, in diesem Gebäude arbeiten, erhalten einen Bonus auf den Wert persönliches Wachstum. Okay. Und die Nachfrage geht auch hoch. Okay, schön. Und wer bekommt noch ein seltsames Geschenk? Eine Karibikinsel hat ihnen ein Geschenk geschickt. Als sie zum Hafen gehen, um es abzuholen, finden sie heraus, dass das Geschenk ein lebendiges Lama ist. Um den Hals trägt es eine kurze Nachricht. Gott. Glückwunsch zur Bürgermeisterwahl. Ich wünsche Ihnen eine lange und erfolgreiche Karriere. Als Zeichen meines Wohlwollens sende ich Ihnen Hector. Seien Sie gut zu ihm, Ihr ergebenster Diener Penultimo. Na, woher kennen wir das denn? Na, das klingt doch irgendwie so, als ob wir das schon mal gehört hätten, ne? So, ja klar, nehmen wir das an. Prestige ist politisches Kapital, das für einmalige Aktionen benötigt wird. Ja, das ist mir klar. Das kriegen wir. Und es gibt... guck mal, die haben das Ding hier schon tatsächlich, der Tooltip schon mal aktualisiert, weil das ging nämlich vorher nicht. Wir bekommen tatsächlich Bonus auf den Wert Spaß in der ganzen Stadt. Yay! Tropico! Jo! So schaut es nämlich aus. Da haben wir nämlich den lustigen kleinen Querverweis. So, jetzt lass mal gucken. Wir haben ein bisschen Geld. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollen wir jetzt eigentlich schon den... Also Bahnhof, ne? Wir müssen sowieso erstmal die 2 Millionen zusammen haben. Wenn ich mir jetzt aber mal angucke, wir haben hier massiv Nachfrage nach Gewerbegebiet. Achso, warte mal, ich kann... jetzt warte mal auf. Das war hier. Damit kann ich... Also mit dem Bessemer-Verfahren können wir nachher die Dichte nochmal erhöhen. War hier die Auswahl? Okay. Ach, den Telegrafen, den erforschen wir gerade eh. Das heißt, sobald wir den Telegrafen erforscht haben... können wir auswählen, wie ein Viertel aufgeteilt werden soll. Also wie viel Prozent Industrie, Wohngebäude und so weiter werden soll. Das heißt, wir warten mit einem reinen Industrie... Also müssen wir sowieso warten, bis wir das haben. Und dann können wir nämlich gucken, wie es aussieht. Jetzt gehen wir mal kurz rüber in die Stadtdaten. An welchem Hafen hast du das Lama denn abgeholt? Das ist übrigens eine sehr gute Frage. Scheinbar nicht am heimischen, denn wir haben noch keinen heimischen. So, jetzt lass mal gucken. Aha, Quellen obsolet. Was? Verordnung. Sich auf Werte auswirkende obsolete Quellen? Was? Ich möchte nichts sagen, aber die Beschreibungen sind teilweise echt noch ein bisschen bescheuert, ne? Aber es geht... Okay, im Zentrum haben wir keine Dienste. Ja klar, die sind nebendran verbaut, das ist okay. Okay. Zufriedenheit ist aktuell noch furchtbar, aber das ist gerade auch noch wurscht. Das sind es gerade auch noch nicht. Jetzt mal gucken, die Infrastrukturen, was haben wir denn? Achso, das ist das. Na, also da kommt nachher tatsächlich noch einiges auf uns zu, was wir da noch einbauen müssen. Wirtschaftsbereiche. Okay. Wow, wir haben ein Beerdigungsinstitut in der Stadt. Ist ja schön. Das ist ja schön. Aber eigentlich wollte ich gerade tatsächlich... War das hier mit drin? Genau, Stadtinfo. Wir haben also überall ein paar Arbeitslose. Das geht aber noch. Das geht noch. Das ist halt ein bisschen blöd. Was wächst hier? Ein Wohngebäude, ne? Ja, super. Wäre es ja tatsächlich ein bisschen lieber. Aber guck mal, hier hat es doch noch Platz. Hier kannst du doch noch Industrie ansiedeln. Naja, zumindest ein bisschen. Wir müssen, also nachher wäre tatsächlich so mein Wunsch, dass wir sowieso die Industrie aus dem Zentrum rauskriegen. Weil hier kannst du ja kaum Industrie entwickeln vor lauter, ne, kleinkariert und zusammenwachsend und keine Ahnung was für ein Spaß. Erfindungen ziehen weitere Erfindungen nach sich.
Der elektrische Telegraph konnte erst erfunden werden, nachdem Guttakercha entdeckt worden war. Ein Material, das die Voraussetzung für seine